Du, wir müssen reden. Ein guter Freund von mir gab mir den Tipp, ich soll diese Abschiedsfolge so beginnen, wie wenn ich eine Beziehung beende. Und ich glaube, so beginnt man das meistens, ne? Aber ja, Spaß beiseite. Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu der letzten Forza Horizon 4 Multiplayer-Ausgabe. Ja, es ist wieder soweit. Wir haben das Ganze auch schon mal in Horizon 2 und in Horizon 3 gemacht. Und natürlich möchten wir auch eben so eine Abschlussfolge im Multiplayer in Horizon 4 machen. Und natürlich habe ich mir da direkt, ja, eigentlich die Hauptperson neben mir in den Multiplayer-Folgen, denn wir beide haben mit Abstand die meisten Folgen natürlich mitgemacht und aufgezeichnet, mich oder gleich nebendran geholt. Das ist natürlich der gute Andi. Grüß dich. Guten Tag. Ja, und Multiplayer heißt natürlich auch, dass wir nicht nur zu zweit sind. Das ist ja nicht nur Koop, sondern das sind natürlich viele, viele fantastische Leute heute mit dabei. Am liebsten würde ich natürlich gerne alle mitnehmen, die im der Zeit von Horizon 4 dabei waren. Aber ihr wisst, die Kolonne geht nicht mehr wie 12. Wir sind insgesamt 12 Leute. Die werdet ihr auch gleich nach und nach hören. Aber wir haben gedacht, wir fahren einfach mal so ein bisschen durch das verregnete England und werden dann einfach die Leute nacheinander abholen. Und ich würde auch sagen, wir steigen quasi ja obligatorisch schon mal in unsere Fahrzeuge ein und ja, fahren einfach schon mal los. Und ich würde sagen, Andi, du darfst angasen. Ja? So. Ja, Abschiedsfolge. Andi hat es die letzten Tage sehr oft gesagt und ich muss mich da einfach anschließen. Irgendwie ist es komplett surreal und irgendwie ist man noch gar nicht so richtig bereit, jetzt Abschied zu sagen. Also auch gleich schon mal vorneweg an all diejenigen. Gestern war noch groß Action in Most Wanted Quadrat, was ja jetzt, sagen wir mal, so semi-erfolgreich lief. Nochmal großen Respekt an das ganze Cop-Team. Ich muss es einfach sagen, einfach geil gespielt. Das hat einfach schön gezeigt, was für eine Entwicklung nicht nur dieses Format, sondern überhaupt Forza Horizon 4 Multiplayer unsere ganzen Projekte hingelegt haben. Denn ich würde mal behaupten, das Cop-Team im Vergleich zu den ersten Cop-Teams im Sinne von wie gespielt wurde, Wahnsinn. Was für eine Entwicklung wir hingelegt haben. Ja, und da wieder den Punkt oder die Reise hierher zu bekommen. Es ist irgendwie total krass. Wir haben das Spiel jetzt über 3 Jahre begleitet. Und jetzt irgendwie, ja, tschüss zu sagen, ist heftig. Und auch da nochmal der Einhaker an dich. Ja, das könnte vielleicht ein bisschen sentimental werden und es wird natürlich eine Palaver-Folge. Hier geht es nicht um Action oder sonst was, sondern wir möchten mit dir gemeinsam tschüss sagen. Und ich lade dich direkt schon mal drauf ein, zu sagen, hey, schreib bitte in die Kommentare, was waren deine Highlights im Forza Horizon 4 Multiplayer? Bist du sogar vielleicht über die Multiplayer-Folgen hier auf den verschiedenen Kanälen, die hier mit dabei sind, sogar eingestiegen in dieser ganzen Geschichte. Deswegen auch dein Feedback soll da nicht tatsächlich außen vor gelassen werden. Aber wir möchten natürlich heute die Stimmen hören von den Leuten, die dabei sind und was sie zu erzählen haben. Und deswegen gebe ich jetzt einfach mal sozusagen den Ball weiter an Andi, der, wie schon gesagt hat, schon die letzten Tage damit so seine Probleme hatte, hier irgendwie tschüss zu sagen. Mal gucken, ob er es jetzt kann. Liebe Trauergemeinde, ja, nein. ja, es ist einfach wahnsinnig strange einfach, wenn man eben bedenkt, jetzt wie lange wir das machen, über 280 Folgen, glaube ich, insgesamt, das quasi jetzt in Horizon 4 nie wieder zu machen, ich komme darauf nicht klar, ich werde darauf auch wahrscheinlich nicht klarkommen, bis die erste Horizon 5 Multiplayer-Folge anfängt. Am Ende des Tages kann ich einfach nur sagen, wenn man jetzt zurückschaut eben auf das ganze Projekt, bin ich extrem stolz darauf, wie sich das entwickelt hat. Gerade die CVR-Formate haben eine wahnsinnige Entwicklung durchgemacht und ja, es sind neue Formate entstanden. Es wurde auch tatsächlich im Vorfeld, ich habe mal so ein bisschen überlegt, was so Highlights waren. Es sind zu viele. Ich kann nicht alle Highlights aufzählen, weil es einfach viel zu viele sind, die über die letzten paar Jahre hier letztendlich eben entstanden sind. Ich, wie gesagt, komme darauf gerade noch nicht klar, dass das jetzt wirklich das Ende in Horizon 4 ist. Ja, ich glaube, man hört es an deinen Worten, an deiner Stimme, auch wie du es betonst und so weiter. Manch einen würde jetzt sagen, hey, jetzt komm Leute, das ist ein Spiel, was soll jetzt das Gedusel und so weiter. Ja, aber um da jeden auch nochmal abzuholen, ihr müsst verstehen, wir machen quasi seit Release von Horizon 4 haben wir uns direkt reingekniet mit Leuten, die natürlich von Horizon 3 rübergekommen sind, mit Leuten, die neu dazugekommen sind, haben versucht, ein weiteres Mal die Schippe im Vergleich zu Horizon 3 draufzulegen, die Multiplayer-Folgen ein Stück weit besser, unterhaltsamer, aber auch professioneller zu machen. Und ich würde sagen, in all diesen Punkten haben wir das mehr als geschafft.
Auch der Output ist immens. Ja, also wir haben das bei weitem verdoppelt, allein nur die Multiplayer-Folgen. Andi hat schon gesagt, 280 Folgen. Und da sind so viel, und man kann das so sagen, Herzblut, Schweiß und auch irgendwo Tränen mit reingeflossen. Es gab so viele lustige Momente, wo man immer noch drüber lachen kann. Die Folgen sind ja auch nicht weg. Man kann sie jederzeit angucken. Ich weiß, dass viele auch immer noch Multiplayer-Folgen aus Horizon 3 angucken, was ich sehr cool finde. Und so wird es wahrscheinlich hier genauso sein. Ein Stück weit geht auch ein bisschen was verloren. Klar, man versucht in Horizon 5 wieder nochmal eine Schippe draufzulegen. Wir werden versuchen, alle Formate mitzunehmen oder sie zu verbessern, wie auch immer. Aber es, die Geschichte, wie wir sie quasi jetzt hier geschrieben haben, ist dann quasi, ja, vorbei. Und ich glaube, das, was wir hier machen und aufgezogen haben, ist weltweit, man kann es schon so sagen, einmalig. Also in dem Stile, mit der Möglichkeit, definitiv, dass jeder mitmachen kann. Und das wollen wir beibehalten. Jeder soll die Chance haben, die Möglichkeit haben, hier dabei zu sein. Und deswegen kann man da schon, glaube ich, ein bisschen emotional werden, gerade wenn man, ja, das ist schon so ein bisschen auch, ja, unser Baby, ja, was wir hier aufgezogen haben. Und ich glaube, so viele Leute hier, auch du, der gerade zuschaut, bin ich mir ziemlich sicher, wird sehr geile Momente genossen haben und sicherlich sehr schöne Erinnerungen daran haben. Natürlich gab es auch frustreiche Momente. Es gab auch mal Momente, wo man am liebsten den anderen an die Gurgel gegangen wäre, natürlich nur im übertragenen Sinne. Wir haben uns alle lieb und so sind ganz viele tolle Formate entstanden. Und das ist halt das Tolle und das Entscheidende an dieser ganzen Geschichte. Und ja, nur damit das nicht ganz falsch rüberkommt, ich freue mich riesig darauf, das Ganze in Horizon 5 weiterzuführen. Das wird der Wahnsinn. So, und da haben wir den Nächsten, der sich hier anschließt. Willkommen, willkommen, wen haben wir denn? Hallo, ja, ich bin der Krepper, schon seit Anfang an im Grunde dabei. Also auch wirklich krass, dass es jetzt endlich, nicht wirklich endlich, aber dass es jetzt vorbei ist und wir weitergehen in Forza Horizon 5. Also schon eine krasse Entwicklung. Ich fahre jetzt auch einen meiner Lieblingsautos, also mein Gumball-Design, Goyati Chiron. Hab damit zu viel Zeit verbracht, im Singleplayer einfach rumzufahren. Und ja, aber ich muss sagen, eine meiner Lieblingsmomente in ganzen Multiplayer ist, war, ich glaube schon die Noble-Sache. Also ich muss bis heute darüber lachen, wie wir da einen roten Noble oder was war das? Keiner hatte eine Ahnung, was es für ein Auto war. Ich lache darüber bis heute. Ja, also du spielst halt auf die Sache an, dass die Ansage, ich weiß gar nicht mehr von wem die Ansage kam. Vince. Okay, ja, den werden wir auch später auch noch hören. Oder glaube ich sogar relativ schnell. Der müsste bald einer der nächsten hier in der Reihe sein. Ja, der hat es halt quasi falsch angesagt. Und wir suchen und suchen das Auto. Und natürlich ist der Racer eben nicht dieses Fahrzeug gefahren. Das war schon doch sehr lustig. Es war kein grauer Nobel, es war ein roter Celine. Und es sind Cops an mir vorbeigefahren. Es hat niemanden interessiert. Es war der Wahnsinn. Ja. Und du hast gedacht, was ist denn hier los? Ja, das ist natürlich der Hammer. Ja, du hast ganz kurz angesprochen, aber natürlich unser Lieblingsmoment. Andi hat schon gesagt, er kann keinen finden. Du hast jetzt einen konkret genannt. Ja, dadurch, dass ich halt, wie gesagt, diese über 280 Folgen dabei war. Ich glaube, zwei Folgen sind in der Summe, glaube ich, nicht erschienen hier, wo ich dabei war, aber die Aufnahme futsch war. Sonst habe ich sie euch gebracht, auch manchmal, wenn sie kaputt war. Ich erinnere mich da an auch kaputte Folgen, wo die Tonspur ein bisschen korrupt war. Aber ja, trotzdem, bei so vielen Folgen gibt es einfach zu viele geile Momente. Und ich glaube, was mir bis heute noch in Erinnerung bleibt, auch wenn es so banal ist, ist immer noch auf Fortune Island die geile Stunt-Einlage von uns beiden, genau. Besser hätte man es nicht absprechen können. Also das ist jetzt ein Moment von vielen. Ob es jetzt der Moment war, kann ich nicht sagen. Ich glaube, da gab es einfach zu viele. Und wie gesagt, für mich ist es, glaube ich, auch, aber das ist, glaube ich, für Andi und mich auch sehr schwer, müsst ihr verstehen. Es ist einfach zu viel Geiles passiert. Und ich glaube, wie schon gerade eben gesagt, bei so viel Frustmomenten, die es auch gab, gerade Safety VIP ist das Paradebeispiel, da glaube ich, da sind wir zum Teil Stunden noch nach den Aufnahmen dran gesessen, haben diskutiert, die Stimmung war zum Teil im Keller. Für euch war es immer super als Zuschauer, aber für uns war das zum Teil echt sehr nervenzermürbend. Und deswegen aber in der großen Summe ist einfach zu viel Positives und ich würde nichts anders machen, wenn ich nochmal bei Horizon 4 neu anfangen müsste, so nach dem Motto. Das gehört halt dazu. Genau. So, den nächsten im Bunde, eine Porsche. Ja. Und das kann natürlich nur, lass mich raten. Nee, lass mich nicht raten. Doch, es muss durch sein. Komm, nee. Nee, nicht ganz. Aber er hat ein Story Design. Der Hund, der hat mich verarscht. Ey, das gibt's nicht. Ja. Hi, ich bin Strax. Ich denk mal. Ja, gut, nicht. Ich mich auch schon jetzt etwas länger. Ja, ich glaube seit März 2020 bin ich jetzt schon mit dabei. Und ja, mir fällt es eigentlich auch relativ schwer, irgendwas so groß zu sagen, weil
Es gab viele geile Momente, auch jetzt hier, seit ich halt auch seit knapp einem Jahr jetzt YouTube selber mache. Das finde ich auch einiges Schönes mit zusammengekommen. Und ja, da weiß ich eigentlich wirklich gar nicht, was ich groß sagen soll. Ich kann vielleicht noch dazu sagen, so oh, hier durch die Community, auch hier auf dem Teamspeak selber, wo wir auch die Aufnahmen machen, habe ich ganz viele nette Leute kennengelernt, mit denen ich auch die ganze Zeit auch außerhalb von Forza andere Sachen zock und alles, ja. Und habe damit halt ein paar Freunde kennengelernt und ich denke mal, dass sich darauf auch weiter was aufbauen lässt. Ja, und da wirst du bestimmt auch nicht der Einzige sein. Ich glaube, das hat man bei all die Jahre immer wieder gehört, wie viele Leute sich über quasi die Formate, über den Kanal, über den Teamspeak oder auch zum Teil über den Discord, den wir haben, connected haben, eigene Sachen sich überlegt haben, eigene Sachen machen. Das sei auch nochmal in dieser Form erwähnt. Macht mich halt unglaublich stolz, was hier einfach über die Jahre entstanden ist. Und ich freue mich einfach auch, dass was kommt mit allen Menschen zusammen. Und ja, es ist wirklich, wirklich, wirklich super, super toll. Ja, was mich aber mal auch interessiert, jetzt gerade für die, die schon mal da sind, ihr habt jetzt gerade Momente genannt. Ich meine, wir haben ja in Horizon 4 viele Multiplayer-Formate auch irgendwo etabliert. Die Frage werde ich natürlich später, wenn die Gruppe ein bisschen größer wird, nochmal natürlich auch den weiteren stellen. Welche Formate waren denn jetzt für euch schon mal zum Beispiel da, wo ihr, ne, also ihr müsst euch so vorstellen an die Zuschauer, die jetzt noch nie bei so einem Aufnahmeabend dabei waren, die mal hinter die Kulissen geblickt haben, weil das doch schon bei manchen Formaten doch ein sehr großer Unterschied ist, weil der Ray ist ja ein richtig strenger Kerl, der peitscht ja die Leute richtig, nein, Spaß. Brutal. nein, was ich damit sagen möchte ist, es läuft ja hinter den Kulissen ein bisschen anders ab, im Sinne von die Leute warten in einem Wartechannel, meistens Dienstagabends, so jetzt auch heute, nehmen wir das am Dienstag auf und dann quasi entscheiden in der Regel Andi und ich, hauptsächlich meistens auch ich, wer nehme ich denn überhaupt mit in die Folge und da entscheide ich meistens sehr unemotional, also quasi ich gucke schon, dass Leute immer wieder dabei sind, natürlich wird es immer Leute geben, die mehr dabei sind und weniger, das ist aber jetzt nicht eine Entscheidung, die ich dann fälle, weil mir jemand besser oder schlechter gefällt. Natürlich haben wir dieses, sagen wir mal, Rängesystem mit Veteranen, Mitglieder und Rookies, aber das möchte ich hier gar nicht jetzt erstmal ausführen, da können wir vielleicht später nochmal ganz kurz drauf eingehen. Und dementsprechend ist es halt ja für diejenigen, für Andi jetzt weniger, weil der quasi gesetzt ist, dass er dabei ist, aber eben jetzt gerade für die Leute wie jetzt auch Crapper und so weiter, die wir gerade schon gehört haben, die wissen ja nicht, ob sie dabei sind. Die sitzen da quasi wie ein Flitzebogen und sagen, oh, hoffentlich bin ich dabei. Und dann am Ende des Tages sind sie dabei, wissen aber auch noch gar nicht, was aufgenommen wird, weil da wird quasi ein Geheimnis drum gemacht bis zur Aufnahme, weil ich einfach auch möchte, dass dieser Überraschungseffekt möglichst für alle bis zum Wochenende bleiben, auch für dich als Zuschauer. Und dementsprechend soll natürlich die dabei sind, auch das nicht groß nach außen tragen, weil ich glaube einfach, diese Überraschung ist so das Schönste einfach, wenn man halt sieht, oh geil, neue Multiplayer-Folge, was ist es dieses Mal? Und deswegen, jetzt habe ich eine sehr lange, ausführliche Formulierung gemacht, um überhaupt auf die Schlussfrage zu kommen, aber gerade jetzt an die Anwesenden und auch die, die dann später kommen. Was ist denn so euer Multiplayer-Format, wo ihr am meisten immer Spaß hattet? So, jetzt nicht eine Folge speziell, sondern allgemein Multiplayer-Folgen. Und wie auch eure Stimmung dann ist. Andi jetzt ein bisschen ausgeschlossen, weil der ja mitentscheidet, was wir machen, aber ja. Gerade jetzt an euch beide. Wie ist dann so die Überraschung, wenn es dann heißt, ja okay, heute steht jetzt zum Beispiel CVR ganz normal in der Stadt an oder jetzt Wheelspin, Superspin oder was wir auch alles haben. Ist dann, also wie ist da so die Stimmung? Vielleicht auch sogar auch Formate, wo du jetzt persönlich sagst, oh nee, da habe ich jetzt echt keinen Bock drauf, aber gut, ich will halt dabei sein. Ich sage jetzt auch nicht nein. Ne? Also gerne mal ehrlich jetzt hier, hau raus. Nur die Wahrheit, Leute. Top. Ja. Ja, keiner möchte was sagen. Perfekt. Ja, so, doch, also. Oh, Teamspeak schmiert gerade ab. Das ist ja natürlich unpraktisch. Ja, also, ich würde dann direkt mal anfangen. Also, ganz ehrlich, mein Lieblingsformat war PS-Club. Ja, Moment. Wir machen mal ganz kurze, eigentlich wollte ich das Uncut machen, aber wir machen eine ganz kurze, wir parken hier mal ganz kurz an. Wir machen eine ganz kurze Unterbrechung, weil Teamspeak ist hier gerade bei mir am Abschmieren. Ich höre euch nicht und ich glaube, wir fahren gleich weiter. Und dann kriegen wir die Antwort. So, ein PC-Neustart löst, ja, die meisten Probleme. Tatsächlich, weiß auch nicht, was da gerade los war. Aber gut, die Sachen sind neu sortiert und wir haben tatsächlich unterwegs einen
ja, man könnte sagen, vergessen, aber denn, der hat sich eigentlich, glaube ich, nur verfahren. Ja, so formuliere ich das jetzt einfach mal um, den werden wir gleich noch hören. Aber ja, ich habe eine Frage gestellt und sie waren sich gerade nicht einig, wer zuerst soll. Deswegen sage ich jetzt einfach mal, Crapper, fang doch du an, mit der Frage zu beantworten. Ja, genau, also mein absolutes Lieblingsformat ist PS Club, wie gesagt, weil es macht mir halt am meisten Spaß und da hat man am meisten auch Freiheiten und man kann sich da meistens kreativ ausleben mit seinen Geschichten und so. Finde ich immer geil. Und wo ja, halt auch so ein bisschen, ja. Ja, sorry. Ja, und ich muss auch sagen, das, was mir immer am wenigsten Spaß macht, ist dann auch Most Wanted, weil als Cop hat man da meistens wenig zu tun, aber erstmal dann auch Spaß, wenn man eine Verfolgung hat. Nur ich bin da meistens zu lost, um die Verfolgung zu finden. Ja, Lost in war ein anderes Format. Ist es für mich, aber. Das ist ein Crossover, weißt du, und so weiter. Ja, gut. Und bei dir? Ja. Ich würde tatsächlich sogar auch sagen, Wheelspin hat mir eigentlich immer relativ viel Spaß gemacht, weil du halt am Anfang nie wusstest, so, wo was jetzt kommt. Hast jetzt am Ende stehst du da mit einem McLaren P1 oder stehst du da mit einer Isetta? Das ist so, ja. Es kann alles passieren. Okay. Alles klar. Dann haben wir einen neuen Gast in unserer Kolonne. Den verpassen wir nicht. Wen haben wir denn? Ja, also ich bin Stubernoob. Viele kennen mich mittlerweile auch jetzt schon. Bin öfters dabei gewesen. Bin jetzt auch schon ein bisschen über ein Jahr dabei gewesen. Und ja, hab meinen ersten Weg in der C4 Offroad-Folge gefunden, wo auch direkt sehr lustige Sachen passiert sind. Ja, ich kann mich noch gut daran erinnern, als wir Ray also die Klippe runterschieben wollten im Subaru und dann mit beiden Cayenne-Klippen runtergeflogen sind. War einer meiner Highlights. Und ich würde mich nochmal in der Abschiedsfolge sehr gerne bei Ray und Andy bedanken, weil durch euch habe ich jetzt auch mit YouTube angefangen. Wir durften bei euch mitmachen. Und ich finde das halt einfach super klasse von euch, wie ihr das leitet. Und ich würde mich dann nochmal bei euch bedanken. Ja, sehr gerne und gerne auch weiterhin. Okay. Ja, und dann für dich auch gleich die Frage, um die mit aufzugreifen, was waren denn so deine Highlights, wenn du mit dabei sein durftest, auch natürlich, wie du schon gesagt hast, selber aufnehmen durftest, hast du auch gesagt, boah, geil, das Format, das kommt auch immer super cool bei mir auf dem Kanal an, oder gab es da auch so Sachen, wo du sagst, oh nee, jetzt muss ich da dabei sein, da habe ich jetzt gar keinen Bock drauf. Wir haben schon gehört, Wheelspin bei dem einen nicht so geil angekommen, bei anderen wahrscheinlich wieder besser. Wie ist es bei dir? Also ich habe mich eigentlich immer gefreut, wenn ich dabei sein durfte, bis auf 1-2 Ausnahmen, wo es dann mal im Duell ging und das Duell halt nicht so gut für mich ausgegangen ist, weil halt ich mit dem Auto nicht so zurechtkam. Naja, passiert, aber ansonsten hat alles super viel Spaß gemacht. Gab sehr viele lustige Momente und ja, war schon schön in FF4. So, ich zieh mal ein bisschen das Tempo an, weil sonst vor dem Schluss geht die nächste Technik noch kaputt, nämlich die vom Auto. Die sind nicht so für langsam ausgelegt. Ja, aber cool, interessant. Kurzer Lag bei mir auch noch. Ich habe auch gerade eben schon, oder wir haben gerade eben schon gesagt, jetzt so in der letzten Folge kommen nochmal alle Technikprobleme zusammen, um da nochmal ganz kurz einzugehen, weil ich gesagt habe, wir haben einen verpasst. Tatsächlich hatten wir dieses Ghosting im Sinne von, dass der Spieler bei einigen von uns gar nicht sichtbar war. Also ihr könnt ja gerne nochmal zurückspulen, ob ihr denjenigen findet. Ich habe es gerade gemacht. Ihr werdet ihn nicht finden, weil er bei mir einfach nicht angezeigt wurde. Deswegen haben wir quasi einen jetzt ausgelassen. Der werden wir aber, wie gesagt, gleich nochmal hören. Im Prinzip war es dann gut, dass bei mir mein Audio-Interface abgeschmiert ist und ich einen PC-Neustart gemacht habe. Das wird den nicht verpassen. Das wäre aber auch irgendwie lustig gewesen. So gleich direkt mal ausgeschlossen. Nee, aber ja, schön zu hören. Und wie gesagt, was Supernoob gerade gemeint hat, also sehr, sehr gerne. Ich glaube, das ist so was ganz, ganz Wichtiges, dass wir halt einfach weiterhin immer versuchen werden, an jedem die Möglichkeit zu geben, hier dabei zu sein, auch jedem die Möglichkeit geben, aufzunehmen. Das war von Anfang an die Idee von Horizon 2 ab und es soll weiterhin so sein, aber es stellt uns natürlich auch vor Aufgaben, die natürlich auch ein Stück weit halt Manpower brauchen, ja? Wo man halt sagt, okay, wir brauchen halt Leute, die uns, also Andi und mich insbesondere unterstützen. Da geht natürlich auch schon mal direkt Dank an die sogenannten Horizon-Moderatoren raus, da werden wir auch den einen oder anderen gleich noch hören. Der kann dann auch gleich dazu nochmal Stellung beziehen, aber bevor wir zu denen kommen, kommen wir zu einer anderen wichtigen Person, die dieses fantastische Design gemacht hat, was ich gerade fahre. Es ist nämlich der einzig wahre Stui. Grüß dich. Genau, das bin ich. Man hat mich, glaube ich, immer mal wieder anfangs kennengelernt als den ganz ruhigen.
ja, der hier immer mal wieder mit dabei war. Und irgendwann bin ich dann. Geändert. Ja, ich wollte gerade sagen. Ja, ich bin nicht der, der immer ein bisschen Ruhe irgendwie in die Formate reinbringt, habe ich so das Gefühl. Aber liegt ja irgendwie halt auch in meiner Natur. Die meisten, die mich kennen, kennen mich natürlich wegen meinen Designs. Dementsprechend sitze ich jetzt gerade auch in meinem langjährigen Hauptfahrzeug, wo man mich drüber kennengelernt hat, dem Panda Car V2, die Corvette C7 Z06. Und ja, irgendwann bin ich dann so auch mal in die Multiplayer-Aufnahmen immer mal wieder dazugestoßen, hatte anfangs gar nicht so viel Zeit dafür immer. Und irgendwann war ich auf einmal im Cayenne gesessen, und wer mich kennt, der weiß, dass ich mit SUVs und Offroadern eigentlich gar nicht so wirklich was anfangen kann. Aber ich bin ein Mensch, der sehr gern taktische Spielchen spielt, und da kam irgendwie der Cayenne dann so mir sehr, sehr gelegen, und ich wurde da immer besser drin, und dann hieß es auf einmal, nimm doch mal mit auf, machen doch die anderen auch alle, hast ja einen YouTube-Kanal. Also, Stewie hat die Aufnahme angeschmissen, und seitdem nehme ich jetzt irgendwie, ja, primär die ganzen Cops vs. Racer-Folgen mit auf und muss sagen, mein Highlight ist tatsächlich, dass ich ein Cayenne-Fahrer geworden bin. Und das über alle Folgen, wo ich Cayenne fahren durfte, immer versucht habe, weiter zu perfektionieren. Und ich glaube, gerade in der Folge gestern hat man es auch nochmal gesehen. Das war wirklich nochmal eine Glanzleistung zum Schluss. Da haben wir ganz schön aufgeräumt. Und ja, da kann ich kurz einhaken. Also, Stewie war der Cayenne, der mich mal sowas von der Seite weggerammt hat und quasi damit mein Schicksal in der ersten Runde besiegelt hat. ja, die zweite Runde. Ich habe es auch gestern nochmal gesagt nach der Folge, oder habe ich es in der Folge noch gesagt? Ich weiß schon gar nicht mehr. Also, von meinen Augen haben sie natürlich die Runde, die Cops, komplett gewonnen, auch wenn ich natürlich nochmal mir selber ein Leben geschenkt habe, so gesehen. Und am Ende dann mit Ach und Krach und Würgen und einem nicht zu lenkenden Ford GT dann noch zum Driftclub geschafft habe. Am Ende des Tages haben die Cops die Runden gewonnen, ja, da müssen wir gar nicht drüber reden. Und Stewie, wie er schon sagt, hat sich da zum absoluten Cayenne-Offroad-Master gemacht. Das muss man wirklich so sagen. Und ich, ja, muss ich mich vom Cayenne verabschieden. Genau, da wollte ich nämlich gerade auf einen. Wie stehst du denn dazu? Es wird jetzt höchstwahrscheinlich der Bronco werden. Ja, ich habe da nur ganz spärlich in deine Folge reingeblinzelt, weil ich will mir ja nicht die Map schon spoilern. Das ist das Einzige, was ich mir nicht anschaue, weil ich möchte ja selber erkunden und ja, selber meine Cayenne-Wege dann irgendwo finden oder Bronco-Wege. Aber ich glaube, das könnte sehr, sehr witzig werden mit dem Bronco, und ich freue mich auf ein neues Fahrzeug, weil neues Fahrzeug bringt einfach mal wieder ein bisschen Abwechslung mit rein. Das stimmt. Ich glaube, generell werden viele Fahrzeuge Abwechslung reinbringen. Wie auch zum Beispiel der Supra hier. Hallo. Ja, hallo. Jo, ich bin's Pluto. Mich kennt man jetzt auch schon ein bisschen länger in den Multiplayer-Folgen. Dazu gekommen bin ich über den Community Clash 2019. Das ist auch noch so mit mein Highlight aus Horizon 4. Und habe dadurch auch sehr viele nette Leute hier kennengelernt. Und wie du schon angesprochen hast, mit den Horizon-Moderatoren, da bin ich ja auch noch mit reingerutscht. Und es macht auch sehr viel Spaß, das Ganze mit vorzubereiten und da eben auch mitzuwirken im Hintergrund. Also an all diejenigen, die vorhaben, mal bei einer Horizon-Folge mit dabei zu sein, mit Pluto kann man sich oder sollte man sich schon mal gut stellen, ja? Dann hat man gute Karten. Ja, aber zu der Moderatoren-Geschichte, da kommen wir gleich nochmal, wenn wir alle Moderatoren mal eingesammelt haben. Ja, weil hier in der Runde fehlen da auf jeden Fall noch Ach, welche. Straßenbahn. Naja. Ja, die muss auch zum Abfluss. Ja gut, rechts überholen ist ja in England okay, habe ich gehört. Ja. Und so weiter. Ja. Ja, sehr cool. Ja, dann die Frage, bei Stewie gibt es natürlich viel zu erzählen und bei dir natürlich auch. Deswegen nutzen wir auch mal kurz die Zeit. Also ich gebe auch an euch nochmal ganz kurz die Frage, was sind denn eure Aufnahme-Format-Highlights oder welche waren das dann eher nicht? Ich meine, ihr wart ja gerade jetzt gegen Ende, würde ich behaupten, doch auch bei sehr, sehr, sehr vielen Folgen dabei. Wie sieht es denn da bei euch aus? Ja, also das letzte halbe Jahr war ich praktisch gefühlt auch wirklich echt immer dabei, und da auch ein riesen Dankeschön, dass wir da auch mitmachen durften. Für mich war immer das Highlight, wie gesagt, dass seit ich im Cayenne sitze, das Thema Cayenne.
Und davor habe ich aber auch generell diese ganzen Cops vs. Razor-Formate sehr genossen. Was ich nicht so gemocht habe, ist das Thema Wheelspin, weil ich mit dem Thema Tuning einfach nicht so viel anfangen kann, weil mir das Know-how einfach ein bisschen fehlt. Und dementsprechend ich da mehr Lost war als in Lost in Horizon. Und somit da meinen Spaß zwar dran hatte, aber nicht wirklich was damit anfangen konnte, tunen zu dürfen. Ja, aber du hattest ja auch in den 15 Minuten Zeit zu designen. Ja, ich habe mir ja dann auch einmal meine, sehr übertrieben hast. Genau, ich habe mir meine eigene Challenge da immer gestellt und ja, Speedpaint. Alles reinklatschen und dann ein echtes Speedpaint machen. Ja, okay. Und wie sieht es bei dir aus, Bludo? Also ein Stück weit kann ich mich da erstmal bei Stewie anschließen. Danke, dass ich da jetzt auch in letzter Zeit so viel dabei sein durfte. So, mein Lieblingsformat sind eigentlich sonst auch die Duelle, einfach weil es da noch ein bisschen ums fahrerische Können nochmal mehr geht wie in den anderen Formaten. Und sonst machen mir aber auch die CVR-Formate sehr viel Spaß, gerade auch jetzt in letzter Zeit als Präsident. Und ja, du hast so keine andere Wahl, du wirst einfach mal zum Präsident genannt. Nein, Pluto wird immer freiwillig von mir zum Präsidenten bestimmt. Genau, so rum, so richtig. Ist die Formulierung. Ja, und das sind so meine Highlights und eigentlich habe ich sogar eigentlich gar kein Format, was mir, oder wo ich sage, dass gar keinen Spaß macht, oder halt, wo ich sage, will ich nicht dabei sein. Also da macht eigentlich echt alles durch und durch Spaß. Und freue mich auch jedes Mal, wenn ich wieder dabei bin. Ich meine, wäre ja auch schrecklich, wenn die Formate so ätzend wären. Ich glaube, dann würden wir sie auch auf Dauer gar nicht machen. Ich glaube, hier ein prominentes Beispiel ist halt VIP, was halt für uns dann zu stressig war, mental. Die Folgen, die entstanden sind, waren, glaube ich, immer super unterhaltsam. Ich meine auch, die letzte VIP-Ausgabe, die wir nochmal als Special gemacht haben, war natürlich der absolute Wahnsinn. Und ich glaube, Supernoob, du musst ein bisschen gucken oder nochmal dich reconnecten, weil ich glaube, du crashst hier auf voll rum. Ja. Also nicht böse gemeint, aber... Perfekt. Ja. Du siehst, glaube ich, den einen oder anderen nicht oder so. Ich ja. Sehe ihn nicht. Ah, perfekt, dann porte ich mich einfach mal neu. Ja, mach das mal. Okay. Was ich sagen wollte, habe ich gerade wieder vergessen. Wir werden gleich nochmal sagen, wir sammeln gerade schon den nächsten ein, deswegen... Hallo! Hallihallo. Also, ich bin der 24-Stunden-Racer. Ich freue mich erstmal, wie riesig auch jetzt, dass ich hier dabei sein darf und will eigentlich mal ganz kurz anfangen mit meinem Auto, weil das ist für mich doch was sehr Besonderes. Ich war ja, seit Horizon 2... Du hast dich sogar gleich verdoppelt. Ja, genau. Ich war seit Horizon 2 doch ein eher stiller Zuschauer, aber habe dann dieses Auto bei RTDT eingeschickt und ich habe da wirklich durch die netten Worte von dir beschlossen, da will ich mehr mit euch allen zu tun haben. Da war ich dann super, super froh, hier so viele tolle neue Leute kennengelernt zu haben und dass ich auch hier in den Aufnahmen so oft auch dabei sein darf. Und genau. Boah. Okay, cool. Und das ist aber tatsächlich allgemein eine Sache, die auch in Horizon 3, wenn ich mich zurück erinnere, super häufig erwähnt wird, dass man hier eben viele Leute kennenlernt und das ist echt eine geile Sache. Du hast es vorhin schon mal gesagt, ich wollte es nochmal hervorheben. Ja, nee, auf jeden Fall. Kann man so sagen. Ich glaube, das ist auch für all diejenigen, die vielleicht sich noch nicht so getraut haben, hier drauf auf den Teamspeak zu kommen, unabhängig der Folgen oder auch gerade wegen den Folgen. Habe auch immer wieder vernommen, ich will jetzt hier keine sexistische Keule oder so schwingen, muss man in der heutigen Zeit sowieso aufpassen, aber ich habe auch schon immer wieder vernommen, dass die doch dann leider wenigen weiblichen Zuschauer sich oftmals gerade bei dieser Multiplayer-Geschichte eher dann sogar nicht trauen, weil sie halt dann doch eher das Gefühl haben, sie sind hier vielleicht nicht willkommen oder so, und das will ich halt einfach auch mal sagen, dass ihr seid absolut willkommen, ja, also da müsst ihr euch gar keinen Kopf drum machen, jeder ist da gleichgestellt und sehr, sehr gerne. Ich meine, Fluffy, geht auch mal liebe Grüße raus, die waren auch sehr viele Folgen dabei, Fluffykorn, die ja gezeigt hat, dass das durchaus geht. Und deswegen, das wollte ich einfach auch nochmal sagen. Also fühlt euch hier auf jeden Fall immer willkommen. Und wenn irgendwas ist, wir haben wirklich fantastische, aufgeschlossene Menschen, mit denen man wirklich auch reden kann. Und wenn es Probleme gibt, dann redet man drüber und klärt die Dinge und muss nichts in sich hineinfressen oder so. Ich glaube, wir haben echt eine so geile, fantastische Community über die Jahre hier einfach auch aufgebaut und da, ja, baue ich natürlich auch drauf, auf in der Zukunft und so weiter. Ja, aber um kurz nochmal drauf einzugehen, nur 24-Stunden-Racer bedeutet natürlich, wenn er einmal anfängt zu racen, dann fährt er 24 Stunden durch, anders geht's nicht. Nein, Spaß beiseite. Was ist denn für dich vielleicht ein Highlight-Moment
Und natürlich dann auch im Anschluss, um dass ich jetzt nicht die ganze Zeit labern muss, ich will auch euch nicht immer die Worte wegnehmen. Vielleicht auch nochmal, bevor wir dann den nächsten oder der nächste, der sich dann auch gleich noch dazu gesellt, was sind denn auch deine Highlight-Formate oder dein Highlight-Format und was ist vielleicht auch eher so ein Format, wo du sagst, ja, okay, klar bin ich dabei, aber ich freue mich doch eher, wenn das nicht unbedingt drankommen muss. Also Highlight-Formate sind für mich ganz besonders auch die Duelle, wie mir vorher schon erwähnt wurde, das kann ich nur zustimmen, dass es ums fahrerische Können geht, dass da halt wirklich auch, merkt man auch immer, Gedanken macht, was die Duellpartner fahren. Finde ich super, super toll. Und als persönlichen Highlight-Moment, der ist selbst gar nicht in einer Aufnahme passiert, sondern nach einer Aufnahme, da war ich mein allererstes Mal dabei, war noch wirklich, wirklich aufgeregt und dann wurde ich direkt gefragt, ob ich das Mitgliedshaar haben will. Wahrscheinlich war ich irgendwie doch nicht ganz so still als Zuschauer, hab's halt doch ab und an mal einen Kommentar geschrieben und dann war mein Name anscheinend schon bekannt und das fand ich als Moment sehr, sehr spannend, aber ich habe dann halt auch abgelehnt, habe gesagt, nee, ich muss mich erst noch beweisen, aber das ist jetzt über ein Jahr her und das habe ich ja inzwischen gemacht, aber dann will ich auch den Nächsten gleich sprechen lassen. Ja, sehr gerne. Da haben wir nochmal eine Corvette, die sich dazu gesellt. Wen haben wir denn? Ja, ich bin Scarface. Man kennt mich vielleicht von Horizon 3 noch. Bin schon etwas länger dabei. Aber schon seit gut anderthalb Jahren, glaube ich, fast kaum noch aktiv in den Aufnahmen. Ja, fahr mal wieder mein Lieblingsauto, C06. Aber die haben wir da hinten schon, habe ich einmal gesehen. Ja, ist ja okay. GT2 haben wir auch doppelt. Ja. Das ist ein GT3 RS, aber okay. Echt? Also, nein, jetzt nicht mehr. Jetzt hab ich gar nicht erkannt. Ja, Entschuldigung. Zu viel Sticker drauf. Mein Lieblingsmoment eigentlich so aus den Multiplayer-Aufnahmen war ziemlich am Anfang noch. Da war eher eine Team-Abenteuer-Aufnahme, als wir tatsächlich, meines Wissens nach, das erste gerankte Team im Team-Abenteuer waren. Ja. Den All-Stars. Das war so mein persönliches, absolutes Highlight. Das stimmt, als die ganze Sache noch cool war und frisch war und funktioniert hat, das war schon cool. Da kann man auch sagen, da waren wir ja auch in den Clubs, mit den PXH-Clubs sehr geil dabei in der Rangliste, aber dann wurde die halt ja durch diverse Menschen ziemlich zerstört, aber... Wobei man funktioniert hat, auch in Anführungszeichen setzen muss, wenn man eine Stunde nach dem Match gesucht hat. Das stimmt allerdings auch, ja. Jetzt muss ich doch nochmal gucken. Ja, stimmt, da ist ein GT3, ey. Peinlich, dass ich das nicht erkannt habe. Im Generellen habe ich ja verdammt viele Leute kennengelernt, auch persönlich Freunde gefunden. Also ich kann nur ermutigen, macht mit. Macht echt Spaß. Man findet tolle Leute. Kann verdammt viel Spaß auch außerhalb von Forza haben. Ja, du warst natürlich bei der Abschlussfolge von Horizon 3, glaube ich, auch schon dabei, wenn ich mich noch richtig erinnere. Yep. Und ich meine, dass du damals, wie gefühlt alle, gesagt hast, die Duelle waren dein Lieblingsformat. Stimmt das auch? Duelle haben mir schon Spaß gemacht, ja. Ich kann dir nicht mehr sagen, was ich damals gesagt habe. Das ist. Okay. Aber ja, dann einfach um zu formulieren, wie sieht's denn jetzt aus? Was ist denn dein? Das ist, dass ich rausfliege. Ja, okay. Das würde erklären, warum die Corvette auf einmal stehen bleibt. Ja. Ja, gut, kannst ja trotzdem weitersprechen und sammeln wir dich gleich weiter ein. Die Most Wanted Aufnahmen waren tatsächlich so, die mir nicht so den großen Spaß gemacht haben, aber waren ganz lustig, nicht mein Highlight. Aber und was war dein Highlight? Highlight? Mein Highlight waren so die Duelle und ja, eigentlich fast alles andere. Dann hast du das garantiert damals auch gesagt. Wirklich. Wenn es immer noch so ist. Sehr gut, sehr gut. Gut, der nächste in der Kolonne steht an, dann haben wir bald auch schon alle. Ja, es zieht sich ein bisschen, aber wir lassen uns die Zeit. Wie gesagt, die Folge ist wie für die Leute, die mit uns gemeinsam Abschied nehmen wollen. Alle anderen haben wahrscheinlich eh schon abgeschaltet. Für die das zu emotional ist. Nein, emotional wird es vielleicht noch. So, ich sehe einen Nissan 370. Ist ein 370? Ich erkenne es gerade noch nicht. Ja, ist ein 370, jetzt erkenne ich es. Das heißt, es kann eigentlich nur eine Person sein. Und das ist natürlich der Lukas 370Z. Habe ich recht? Ganz genau, ja. Und mein absolutes Highlight meiner Seite aus war auf jeden Fall damals, als ich in Save the VIP
den Unimog als Heavy gefahren bin, das war insgesamt so für mich der lustigste Moment in den Aufnahmen. Formattechnisch sehe ich bei mir eher das Duell als ja, Favoritenformat, während Most Wanted bei mir das Format war, was eigentlich am wenigsten Spaß gemacht hat. Aber gerade bei den Duellen, meine erste Aufnahme damals im August 2019 war ein Duell und auch schöne Erinnerungen verbinde ich mit den Duellen. Allein der Klappscheinwerfer Insider hier ist ja vor einem Duell zustande gekommen mit dem F40. Ich weiß gar nicht, was du meinst. Ich bin ehrlich, ich fühle mich voll schlecht im Laufe der Folge, dass ich so wenig an den Duellen gearbeitet habe in letzter Zeit. Ja, aber die Duelle waren, wenn man die Horizon 3 Abschlussfolge nimmt, auch das Highlight bei den Spielern. Aber da will ich auch gleich nochmal was zu sagen, ja, für Fabio Lefort. Und ja, was aber fast so das insgesamt größte Highlight für mich ist, auch wenn es jetzt ein bisschen schnulzig, sag ich mal, klingt, sind wirklich das, was ja schon öfter gesagt wurde, die Leute, die man hier auf dem TS in dieser Zeit kennengelernt hat. Und da sind auch gute Freundschaften entstanden. Und da hoffe ich in FH5 dann auch definitiv auf weitere Bekanntschaften, Freundschaften, die man hier schließen kann. Da glaube ich auch ganz fest dran, auf jeden Fall. Ja, der nächste im Bunde steht an. Hallo, ja. Willkommen. Hallo, ich bin der Asset Burn und ja, ich glaube, aktiv in der Community unterwegs seit, schwierig zu sagen, Dezember 2018. Die erste Aufnahme, glaube ich, Anfang 2019 oder was. Und ja, ich bin wahnsinnig gerne hier bei euch unterwegs. Es ist fast wie ein kleines Zuhause, was man hier gefunden hat. Und ja, formattechnisch kann ich nur sagen, dass natürlich Duelle und PS-Club irgendwie so meine Favoriten sind. Was jetzt nicht heißen soll, dass mir der Rest keinen Spaß macht. Ich bin eigentlich überall immer gern mit dabei und lasse mich überraschen, was so in der Aufnahme passiert. Dennoch kann ich jetzt eigentlich gar nicht so einen Lieblingsmoment oder mein persönliches Highlight hier aussprechen oder sagen, weil das gibt es einfach nicht. Weil es war eigentlich immer irgendwo ein Highlight dabei und gute Erinnerungen. Das, was mir besonders gefällt, sind halt die Leute, die ich hier kennengelernt habe und die Zeit und der Spaß, den ich mit den Leuten hier verbringen durfte. Dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Und ja, für mich bleibt nur zu sagen, erstmal ein riesengroßes Dankeschön an Ray, dich und natürlich auch an Andy für den Zuspruch, den ich bei euch immer bekommen habe und für die Gespräche, die wir auch neben den Aufnahmen führen durften. Dann einen riesengroßen Respekt habe ich für euch, für das, was ihr aufgebaut habt, für die Mühe und die Arbeit, die ihr reingesteckt habt und bin in allem ziemlich dankbar und fühle mich zu Hause bei euch und freue mich natürlich auf den Fortbestand und eine Weiterentwicklung in FH5. Ja, mehr kann ich eigentlich gar nicht sagen. Ja, da kann man auch nochmal, glaube ich, sagen, dass du ja auch Teil eben, wenn das nicht gerade durchgekommen ist, der Horizon-Moderatorengruppe ist. Ja. Neben Ludo und eben Timix gehört eigentlich auch noch dazu, der aber heute jetzt nicht da ist. Gedenk an ihn. ja, dazu können wir auch gleich noch was sagen. Wir nehmen jetzt aber dann gleich, glaube ich, den letzten Kandidaten mit, den Kandidaten, der vorher im Tarnmodus, zumindest mal bei Andy und mir, unterwegs war. Und das ist natürlich der einzig wahre Transitfahrer, der El Gringo, soweit ich weiß, der aber heute kein Transit fährt, soweit ich weiß. Aber das werdet ihr gleich selber sehen und ihr werdet ihn auch gleich selber hören. Ich heiße ihn schon mal willkommen und wir fahren nicht weiter Goliath. Schon mal als Ankündigung, so wir werden jetzt gleich in Astmau hoch abbiegen. So, da haben wir ihn. Hola! Velamo Vincent! Qué tal? Ja, schon Spanischkurs belegt. Naja, ich bin fleißig mich ja vorbereiten für Vorreise. Also fleißig am Üben. Merk schon. Ja. Ja, Vince, Mensch, du bist ja auch schon ein Urgestein eigentlich, wenn man es genau nimmt. Ja, da ich mich ja verfahren habe. Und jetzt irgendwo hier unten rausgekommen bin, habe ich Recherche betrieben. Und ich bin jetzt mal so frech und überziehe mal um eine Stunde. Ich habe tatsächlich vor genau 3 Jahren war ich das erste Mal dabei bei der Lost-In-Folge. Also ich bin tatsächlich
relativ am Anfang schon dazugestoßen. Und es war ja eine riesig krasse, lange, eine krasse, schöne, lange Zeit. Und das ist tatsächlich das, was mein Highlight ist und wie es eh schon ein paar andere auch gesagt haben. Und ich kann auch nur Chris' Worte definitiv zu 100% widerspiegeln. Und für mich das Highlight waren einfach die ganzen Menschen darum, dass das alles so funktioniert hat. Der ganze Spaß, der ganze Aufbau mit den Formaten, was auch durch diese Freundschaften, dass ich Chris persönlich kennenlernen durfte und wirklich als einen persönlich sehr wichtigen Freund bei mir zählen darf. Und auch das, was sich da auch weiterentwickelt hat. Wir hatten einen wunderbaren, spannenden Community-Clash mit anderen Leuten. Wir hatten so viel, was drumherum auch entstanden und passiert ist, auch jetzt hier in der Community innen drinnen. Das ist Wahnsinn, wie schön das gewachsen ist und sich entwickelt hat. Und es ist halt, ich kann es so widerspiegeln, immer wenn ich sage, ich habe Dienstag Zeit, zu der Aufnahme zu kommen, ist es immer etwas Schönes, weil es einfach immer Spaß macht. Jeder ist da, alle haben Bock und es ist immer was Geiles. Und ja, Format-Highlight, neben dem, dass wir halt natürlich diese Noble-Geschichte natürlich immer, wo auch das an dem ich damals sehr schön hops genommen hat. Danke dafür nochmal an der Stelle. Du hast meinen Sarkasmus damals leider nicht erkannt. Es hat zu sehr viel Erheiterung die nächsten Jahre geführt. Ja, vielleicht schaffen wir das im nächsten Mal auch nochmal. Und das war alles schön. Und Favoritenformat würde ich sagen, tatsächlich waren, da bin ich der Erste, glaube ich, dann mit den Duellen, weil einfach Duelle, die kompetitive Seite, mich immer stets gepackt hat. Und das tatsächlich echt immer am spannendsten war, gegen die anderen zu battlen und natürlich dann auch in den Duellen immer ein bisschen oft zu gewinnen, dann auch in den Duellen. Das war eigentlich so das Schönste dran, da auch ein bisschen rumzukommen. Und das war einfach im Ganzen eine wirklich sehr schöne Sache. Ja, die Duelle immer wieder ein Highlight bei den Mitspielern und das bringt mich auch jetzt einfach auf den Punkt. Für dich nochmal, um dich abzuholen, also als Zuschauer, ich denke, als Zuschauer gibt es immer einen sehr krassen Unterschied zwischen welche Formate finde ich geil und natürlich würde ich auch natürlich dich nochmal einladen, einfach mal, ja, einfach das so runter zu tippen. Und auch einfach mal deine Highlight-Formate und vielleicht die nicht so Highlight-Formate auch niederzuschreiben, einfach da mal Feedback dazulassen. Jetzt insbesondere Horizon 4, ich denke mal Horizon 3 und 2 mal ausgeschlossen, sondern wirklich jetzt hier auf den Titel zurückblickend und da einfach mal mitzugeben und natürlich auch an all diejenigen, die auch bei diesen Multiplayer-Folgen mal mehr, mal weniger dabei waren, die heute jetzt eben nicht in dieser geilen Runde mit dabei sind und ich hätte euch, wie gesagt, gerne alle heute mitgenommen. Ja, geht aber leider nicht. Mein, stellt euch mal vor, wenn ich jetzt da zurückblicke, das sieht schon geil aus, diese ganzen Autos, die da fahren, wenn das jetzt einfach nochmal so, keine Ahnung, 50 wären, weil das könnte man locker voll kriegen. Das wäre natürlich schon eine geile Nummer. Wir fahren hier links. Ja, aber gerne da auch einfach mal Feedback geben, wenn du selber mal dabei warst. Was sind deine Highlights als Mitspieler gewesen und was sind so deine Highlights als Zuschauer oder vielleicht auch nur als Zuschauer? Da gerne auch mal so, vielleicht gab es auch Momente, wo du gesagt hast, hey Ray, geil ey, das habe ich so gefeiert, dieser Moment, vielleicht auch erst kürzlich passiert, vielleicht schon länger her, ich meine, wir machen das Ganze jetzt 3 Jahre, das muss man mal ganz klar sagen und nicht gerade so 3, es sind wirklich 3 Jahre, weil Horizon 4 ist ja bereits Anfang Oktober offiziell erschienen, damals im Jahre 2018, es ist unglaublich, fühlt sich trotzdem irgendwie einerseits wie eine Ewigkeit an, andererseits aber wie wäre es erst gestern gewesen wäre. Und auch während ich euch jetzt so zuhöre, und ich bin euch sehr dankbar für diese Worte, für diese ehrlichen Worte, und ihr merkt, es ist auch irgendwo ein bisschen emotional, finde ich trotzdem irgendwie immer noch in diesem Moment, wo ich gerade hier fahre, ich habe immer noch nicht so dieses Abschiedsgefühl, nee, wie ich es in Horizon 2 und 3 hatte. Dort habe ich irgendwie so das Gefühl gehabt, hey, es ist jetzt das letzte Mal. Ich habe irgendwie das Gefühl, hey, geil, nächste Woche geht's weiter. Und ja, aber es ist nicht so. Nächste Woche nehmen wir nichts mehr auf in Horizon 4. Wir nehmen höchstwahrscheinlich nie wieder in Multiplayer in Horizon 4 was auf. Toi, 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 dass wir es nicht machen, weil das würde nämlich bedeuten, wenn wir es machen, dass irgendwas schiefgegangen ist in der Zukunft, dass wir hier zurückkehren müssen. Aber man sieht, glaube ich, schon, also bei mir zumindest, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber bei mir ghosten hier Leute durch die Gegend und fliegen durch die Welt. Ich hatte gerade vorhin einen M6, der irgendwie im Querdrift rumgelenkt ist. Hast du den auch gesehen? Ich hab's gar nicht kommentiert. Ja, ich habe, also das ist einfach, glaube ich, nur so ein Zeichen dafür, wo das Spiel uns auch sagt, ja, wir fahren jetzt so langsam alles runter. Könnt ihr mal bitte zum Punkt kommen und bitte mal zu Ende kommen? Ja, und klar, nochmals an alle. Ja, natürlich nehmen wir uns die Zeit und natürlich machen wir das auch sehr ausführlich. Und vielleicht ist es jetzt nicht super actionreich. Nee, es ist gar nicht actionreich. Aber
Ja, wie gesagt, ich glaube, wenn man einfach Abschied nimmt, jetzt auch nochmal so gerade von dieser Multiplayer-Geschichte, dann wollen wir sich doch auch gefälligst diese Zeit nehmen. Und das lassen wir uns auch von niemandem nehmen. Ein Stück weit, oder was ein Stück weit, einen großen Teil machen wir das auch für uns. Ja, und für all diejenigen, die so wahnsinnig viel Spaß und Zeit mit dieser ganzen Geschichte verbracht haben. Und um da nochmal rückwirkend auch zu sagen, jetzt nochmal an die Horizon-Moderatoren, geht ein riesen Dankeschön raus. Denn das sind nämlich die Menschen, die ich mit Horizon 4 auch die Verantwortung übertragen habe, aber auch die Arbeit abgegeben habe, zu sagen, hey Leute, ihr kümmert euch darum, in eigentlich fast völliger Eigenregie, nur wenn es ganz, ganz kritische Themen gab, gab es das mit Andy oder mir abzuklären, aber sonst war das in Eigenregie, haben sie wirklich diese, und da nehme ich auch die mit, die jetzt schon gar kein Horizon-Moderator mehr sind, weil dieser Posten ist quasi frei, also man kann da jederzeit sagen, ich mache eine Pause oder ich mache weiter oder ich bleibe dabei, aber jetzt auch an die aktiven und auch die ehemaligen Horizon-Moderatoren, das sind nämlich diejenigen, die diese sogenannten Einstellfahrten machen, das sind diejenigen, die Andy und ich als erstes auch nach Feedback kontaktieren, weil wir einfach davon ausgehen, die haben da einfach mehr, ja, Einblick dazu, und deswegen auch mal ein Dankeschön, weil auch ihr schon Danke an uns gerichtet habt, alle, auch geht von mir mal wirklich herzliches Dankeschön an euch raus für eure Freizeit, die ihr dafür opfert, dass ihr das macht, dass ihr euch da mit einbringt. Ihr seid da auch ein ganz, 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 ganz wichtiger Punkt, denn ohne euch wäre vieles so nicht möglich, wäre auch der Output von über 280 Multiplayer-Folgen niemals möglich gewesen, weil dann wäre das so wie in Horizon 3, dass wir jeden Abend aufs Neue die Leute raussortieren müssen. Und dieses ganze System, was wir uns da überlegt haben, geht oder funktioniert nur auch dank euch, ja, und deswegen ganz herzliches Dankeschön, und ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit, und vielleicht auch der ein oder andere fühlt sich vielleicht auch dadurch auch so ein bisschen ermutigt, hey, ich würde auch gerne mehr Verantwortung übernehmen in dieser ganzen Multiplayer-Geschichte, ich würde auch gerne Richtung dieses Moderators aufsteigen, und klar, schlussendlich müssen wir das natürlich dann nochmal abwägen, ob das passt, weil da mit dieser Verantwortung kommt natürlich auch viel Pflicht, und vielleicht ist da auch nicht jeder dafür gewachsen, aber wenn du das Gefühl hast, hey, da sehe ich mich, auch eine Horizon 5, dann ja, herzlich willkommen, und gerne kannst du dich um so einen Posten bewerben, denn ich glaube, je mehr da mit unterstützen, desto mehr können wir einfach halt auch mitmachen, und ich glaube, gerade am Anfang von Horizon 5 wird eine Menge Arbeit anstehen. Wir haben uns sehr viele Gedanken schon gemacht, und gerade insbesondere die angesprochenen Moderatoren haben auch hier wieder in Eigenregie sich sehr viele tolle Gedanken schon gemacht, und ich glaube, man kann da schon mal sagen, wir können uns auf eine sehr, 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 sehr geile Zeit in Horizon 5 freuen. Natürlich müssen wir vieles erstmal noch anschauen, direkt im Spiel, was möglich ist, was können wir machen an diesen Gegebenheiten. Gerade insbesondere, ich erwähne immer wieder Event Lab. Vielleicht können wir sehr viele Formate im Event Lab umsetzen, vielleicht neue Formate darin umsetzen. Ich glaube, das wird eine fantastische Zeit, und ich glaube, Andy hat das auch schon sehr toll gesagt und viele andere haben es auch schon gesagt. Ich glaube, die Vorfreude war noch nie so groß auf einen neuen Horizon-Teil, wie es, glaube ich, diesmal ist. Nicht, weil Horizon 4 wir Leid haben, aber es ist trotzdem irgendwie, und ich glaube, deswegen ist dieses Gefühl des Abschieds gar nicht so, ich glaube, das dämmert vielen von uns erst, wenn wir wirklich hier Aufnahme Stopp drücken oder beziehungsweise das Ding hochladen und dann so merken, hey, okay, irgendwie, das war's jetzt, that's it. Das war Multiplayer in Großbritannien. Und ja, wie gesagt, auch jetzt im Moment noch, selbst wenn ich es mir jetzt einrede und Tschüss sagen will, irgendwie, ja, fühlt sich es nicht so an. Es tut mir wirklich leid. Also auch hier nochmal in die Runde. Ich will jetzt auch keinen Monolog halten. Ich rede eh viel zu viel. Ja, wie einfach ganz kurz bei allen mal kurz durch. Wie geht's euch? Sagt ihr jetzt schon so, nee, ich habe echt damit jetzt abgeschlossen? Oder sagt ihr, ja, nö, irgendwie fühlt sich das echt nicht an wie das Ende, obwohl es es irgendwie ist für diesen Titel? Also bei mir ist es jetzt so gar nicht so, dass es jetzt sich wie das Ende anfühlt. Weil irgendwie, keine Ahnung, es ist alles so offen. Ich freue mich halt mega auf FA5 in 2 Wochen. Also Standpunkt jetzt der Aufnahme. Und da fällt mir der Abschied irgendwie auch nicht schwer bei FA4. Also ich fand, dass jetzt über die letzte Zeit eigentlich tatsächlich nur die Aufnahmen mich immer so ein bisschen so an Horizon gehalten haben. Einfach da man wirklich über die Dauer mal schon wirklich, man irgendwie alles sich wiederholt, man hat alles schon genug gesehen, und tatsächlich, als Format, also es kommt natürlich auf den Standpunkt an, den man hat, was man immer dann hat. Ich habe eigentlich so das so alles schon gesehen und das so geschafft, was ich da gern geschafft hätte, und muss sagen, ich kann jetzt zum Beispiel doch mit der
mit dem Ende jetzt doch ganz gut damit abschließen, weil ich mich halt auch umso weiter freue, endlich mal was Neues zu sehen, neues kennenzulernen, neue Sachen und Dinge auszuprobieren. Ja, bei mir ist es ähnlich. Entschuldigung, bei mir ist es ähnlich. Also, ich muss ehrlich sagen, Horizon 4 war meine Startzeit in Forza Horizon und war auch, für mich die Zeit, wo ich dann hier in der Pixelhelden-Community gestartet bin und auch angekommen bin. Und die Zeit, die man hier zusammen verbracht hat und das, was man hier zusammen erlebt hat in diesem Spiel, klar, es ist ein Autorennspiel. Wir hocken in irgendwelchen Kisten und fahren gemütlich übereinander. Aber genau das macht es irgendwie aus. Das Seele baumeln lassen und so weiter. Das ist das, was ultra viel Spaß gemacht hat, was ich hier kennengelernt habe zum Abschalten. Und ich sehe das hier nicht als Abschied, diese Folge, sondern als Startpunkt für was Neues, als Startpunkt für eine Weiterentwicklung in einer noch geileren gestalteten Welt mit vielleicht oder hoffentlich noch viel mehr Möglichkeiten, die uns bleiben oder die uns eröffnet werden, um uns weiterzuentwickeln und vielleicht auch an Formaten weiterzuentwickeln. Und ja, das sehe ich darin. Also kein Abschied, sondern eher, den nächsten Schritt, könnte man sagen, ja. Für das nächste Kapitel. Richtig. Ich möchte mal kurz zwischenfragen. Wir hocken in einem geilen Buch und blättern eine Seite um auf das nächste Kapitel. Und das ist das, worauf ich mich freue. Und ja, das ist das Gefühl, was ich jetzt hier auch gerade habe. Ich möchte mal kurz zwischenwerfen, dass jetzt, wo wir wirklich, also wo es jetzt auch langsam wirklich zum Ende hingeht, ich auch wirklich, jetzt wird es mir langsam klar, jetzt merke ich auch ein bisschen, wie mein Puls gerade höher wird und ja, eventuell auch ein paar Tränchen im Auge habe. Ja. Nö, ist das ist cool, Andi. Das ist aber auf jeden Fall, also so ging es mir. Ich meine, ich werde noch eine Abschlussfolge, vielleicht deswegen auch für mich so ein bisschen, ich weiß, dass ich noch eine Abschlussfolge im Let's Play machen werde, wie ich das auch immer getan habe. Deswegen hier der klare Bezug auf den Multiplayer. Ich glaube, dort wird es mir auch mehr oder werde ich auch ein bisschen mit den Tränen zu kämpfen haben. So hatte ich das tatsächlich in jedem Horizon-Teil. Das wird hier auch wieder sein, weil es ein Kapitel ist, das abgeschlossen. Na, es ist jetzt hier nicht das Ende, sondern es ist halt das Ende eines Abschnitts. Und ein neuer Abschnitt beginnt und ich glaube, das habe ich schon mehrfach betont und da glaube ich ganz fest dran mit den Leuten, die hier sind und die Leute, die dann noch dazu kommen werden oder die jetzt heute gerade nicht anwesend sind. Ich glaube, wir haben es immer wieder geschafft, nochmal eins draufzusetzen. Das, was sie hier haben, ist absolut einzigartig auf der Welt in diesem Spiel. Und ja, das, was Acid gesagt hat, ist absolut richtig. Es ist nur ein Spiel und man könnte jetzt drüber lachen und sagen, Alter, da sitzen zum Teil sehr erwachsene Männer, labern hier irgendwas Schnulziges vor sich hin. Aber jetzt mal ganz ehrlich an alle da draußen, die auch schon eine Weile dabei sind. Ich glaube, wir biegen hier mal ab. Geht's euch nicht auch so, dass wir hier ultra viele fantastische, unterhaltsame, tolle Momente geschaffen haben? Wie oft habe ich in den Kommentaren gelesen, dass es Leuten mal nicht so gut ging und da haben sie so eine Folge geguckt und sie hatten ein Lächeln im Gesicht und genau das soll das ja am Ende sein. Coole, spaßige Unterhaltung, wie man sehr oft jetzt hier gehört hat und das habe ich bewusst nicht denen in den Mund gelegt, sondern das kam einfach aus dem Herzen von ihnen. Sie haben wahnsinnig tolle Menschen kennengelernt. Und sie werden weiterhin wahnsinnig tolle Menschen kennenlernen. Und ich glaube, da ist es ein Stück weit völlig menschlich. Und es zeigt auch, dass wir Menschen sind. Auch trotz, dass es nur ein Stück Software ist, einfach eine Emotionalität da drin zu haben. Und ich bin mir sicher, dass der ein oder andere Zuschauer, vielleicht will er es nicht zugeben, aber es ihm genauso geht und sagt so, Mensch, ey, es ist irgendwie krass jetzt zu sagen, hey, das war's, das sind diese letzten Folgen gewesen. So in dem Stile kommt es nicht wieder, weil klar, es ist eine neue Welt und vielleicht kommen die Formate an sich wieder, aber es ist trotzdem nicht das, wie es jetzt ist. Und ich glaube, da ist es schon mal toll, innezuhalten, auch diese jetzt fast knapp eine Stunde mal ganz chillig hier durch die Welt zu fahren, die Seele baumeln zu lassen und das einfach mal auszusprechen. Und es gibt natürlich einen guten Grund, warum wir hier jetzt am Flugplatz sind. Es ist natürlich, steht natürlich symbolisch dafür, dass man hier natürlich jetzt die Reise antritt, vielleicht eben unsere Fahrzeuge in die Container, die dahinter schon Jahre gestapelt sind, verladet und dann vielleicht eben per, man mag es kaum glauben, vielleicht sogar per Airdrop über Mexiko abwirft. Und es ist der Wahnsinn. Ja, ich ringe jetzt auch so langsam ein bisschen mit den Worten. Ich glaube, ich habe eh viel zu viel schon gesagt. Und ich glaube, mir bleibt,
also ich würde gerne auch euch noch mal ein paar Worte lassen, wenn jemand noch mal was loswerden möchte. Wenn nicht, muss sich keiner gezwungen fühlen, aber meine letzten Worte in dieser letzten Multiplayer-Folge in Forza Horizon 4 ist einfach noch mal, auch wenn es schon so oft genau gesagt wurde, ich bin unglaublich dankbar jedem der hier Anwesenden, jedem der, und wenn es nur eine Folge war, dabei war, und aber auch so viele unzählige Folgen, die heute nicht anwesend sind. Ihr bereichert das alles ungemein. Natürlich gehörten Andi, natürlich gehöre ich vielleicht als Kopf der ganzen Geschichte dazu. Und vielleicht waren wir auch des Öfteren mal ein bisschen strenger. Und vielleicht waren wir auch mal ein bisschen griesgrämiger. Vielleicht ist es auch in den Folgen manchmal so, gerade in den Anfängen, würde ich behaupten, in den ersten Iterationen dieser Multiplayer-Folgen, insbesondere CVR oder auch VIP, so rübergekommen, dass wir so ein bisschen die Miesmuscheln sind. Das lag aber auch daran, dass wir halt einfach das Beste rausholen wollten, im Sinne von auch als Regelhüter. Und ich glaube, die gestrige Folge, jetzt nochmal so rückblickend betrachtet, ist, glaube ich, so das Sinnbild dafür, was zum Beispiel eben diese Cops vs. Racer-Geschichte, was für eine krasse taktische Meisterleistung diese alle, die da spielen, mittlerweile vollbringen. Also so ein Team im Vergleich zu, wie die ersten Runden als Cop in Most Wanted zum Beispiel waren, das ist nicht mehr vergleichbar, und das war nur möglich mit euch, gemeinsam mit euch, mit ernsthaftem, ehrlichem Dialog und in so vielen anderen Formaten. Und deswegen freue ich mich riesig natürlich auf das, was kommt. Und ich, ja, kann einfach nur ein riesig fettes Dankeschön an alle sagen. Wie gesagt, an die hier Anwesenden, an alle, die auch des Öfteren dabei waren. Aber natürlich und auch insbesondere an dich da draußen, an alle Zuschauer, die natürlich das alles zu dem machen, was es ist. Ihr bereichert es unmenschlich, und das meine ich aus meinem tiefsten Herzen so. Und ja, ein weiteres Kapitel, Forza Horizon, wird ja hiermit abgeschlossen. Das ist unglaublich. Und ja, so langsam ringe ich wirklich mit den Worten, da irgendwie noch groß was dazu zu sagen. Ich glaube, wir lassen es einfach so stehen, oder ich lasse es mal so stehen. Und ich freue mich wahnsinnig auf das, was kommt. Ich habe es schon mehrfach gesagt, ich bin da voller Energie und voller Inbrunst, da wirklich was Geiles gemeinsam aufzubauen. Und ich freue mich natürlich vielleicht auch genau auf dich, auf neue Menschen kennenzulernen, weil ich glaube, das ist auch das, was das alles hier so unglaublich bereichert. Und ja, das sind meine letzten Worte gewesen. Ich bedanke mich nochmal recht herzlich. Ich wiederhole mich sehr oft, ich merke es gerade, aber ist egal. Ja, wie gesagt, schreibt sehr gerne Feedback. Ich battle jetzt auch nicht um ein Like oder sowas. Das müsst ihr selber wissen, ob ihr auf diese Folge oder im Sinnbild auf diese Folge für alle Folgen ein Däumchen auf alle Sichten, die hier auch verlinkt sind, nochmal ein Däumchen gebt. Ich würde einmal an dieser Stelle nochmal das Wort an die übergeben, die gerne noch was sagen möchten. Und ansonsten waren das jetzt meine letzten Worte. Ich würde tatsächlich auch nochmal, ja, ich möchte auch einfach nochmal Danke sagen. Ich halte mich da ein bisschen kürzer. Danke einfach an alle, die die letzten Jahre mit dabei waren, egal wie lang, egal wann, bei welchem Format, vollkommen egal. Am Ende des Tages sind alles wahnsinnig tolle Menschen, und ich bin froh, euch zu kennen, wirklich. Einige davon auch Freunde nennen zu dürfen. Danke natürlich auch an die Zuschauer, die teilweise wirklich von Anfang an mit dabei waren. Einige davon haben jede Folge gesehen gefühlt. Sieht man immer wieder in den Kommentaren. Vielen, vielen lieben Dank. Aber ja, ich möchte auch vor allem Danke an dich sagen, Ray. Am Ende des Tages ist das hier einfach ein Projekt, was du seit Horizon 2 aufgezogen hast, weiterentwickelt hast. Und ich danke dir auch, dass du mir dahingehend so sehr vertraust, dass ich da mitmachen darf in der Form, wie es darf. Dafür sage ich, glaube ich, viel zu selten, aber dafür auch einfach nochmal vielen, vielen lieben Dank. Sehr gerne, und hast du dir auch mit allem, was du tust, zu 100% verdient. Dankeschön. Ja, und dem Dank möchte ich mich vermutlich auch im Namen aller anderen, die hier mit dabei sind, auch sagen, dass es halt wunderbar ist, dass wir halt bei euch so mitmachen dürfen, dass ihr das halt ermöglicht, dass ihr quasi jederzeit, wenn er möchte, halt mitmachen kann und auch aufnehmen kann, selber ein bisschen mit YouTube anfangen kann, schauen, ob das für einen für was ist, vielleicht sich eine kleine Community aufbauen. Und ja, dafür möchte ich halt auch nochmal im Namen aller anderen auch hier Danke sagen. Ja, den kann ich mich voll anschließen. Ich auch. Ich kann mich dem super anschließen, und auch, ich freue mich schon auch auf weitere tolle Spielstunden in Forza Horizon 5 dann. Ja, auch ich möchte nochmal Danke sagen für die ganzen Erinnerungen, die wir hier in FH4
gerade von euch beiden, Rain, an, die durch die Formate beschert bekommen haben. Und ja, einfach darauf freuen, dass es in FH5 nochmal deutlich geiler wird. Da bin ich echt optimistisch von allem, was man bisher gesehen hat. Das wird wesentlich geiler nochmal. Ja, ich auch. Ich schließe mich, ich mache einfach den nächsten, sage ja auch vielen Dank. Persönlich, viel auf persönlicher Basis, einfach einmal dich nochmal direkt ausgerichtet, Ray. Über diese lange Zeit, das mit dir, das alles, wie sich das entwickelt hat, was für Events drumherum entstanden sind, das alles, diese offene, entgegenkommende Art und Weise, weil man konnte immer mit über alles reden und da schätze ich, rechne ich dir auch da sehr hoch an über die ganze Zeit. Dafür danke, Andi, auch an dich über diese ganze Zeit. Es war immer sehr schön, wir haben auch viele Gespräche miteinander gehabt. Und dafür möchte ich dir auch nochmal sehr danken, weil auch du hast mich auch immer wieder in die richtige Bahn geschubst an manchen Stellen, wo es wichtig war, und das hat mir auch sehr geholfen. Und dazu auch noch dann danke auch meine ganzen neuen Kumpels, die ich wirklich nur dadurch kennengelernt habe, dass wir hier miteinander sitzen und diese schöne Zeit miteinander verbringen konnten. Heißt Pluto, einen jungen Kerl, auf den man sich wirklich immer verlassen kann. Einen Lukas, dessen Flachwitze immer wieder alles zum Beben bringen in der Gruppe. Und auch persönliche Freunde wie halt auch Chris, mit dem man einfach schöne Zeit verbringen kann. Und auch Timo und Stewie, viele andere. Das ganze Drumherum, was da entstanden ist. Diese ganze Community, die das auch am Leben erhält, das Ganze supportet. Vielen, vielen herzlichen Dank. Es war Forza Racing 4 eine wunderschöne Zeit. Und ich freue mich mit euch allen zusammen auf das neue Kapitel, was wir aufschlagen. Ja, dem Ganzen schließe ich mich jetzt auch an. Ich kann die Dankesreden gar nicht oft genug wiederholen. Für jeden, der da draußen zuschaut und vielleicht ja noch nicht einmal hier mitgespielt hat und aber einfach das sieht, weil er das Format findet, wie ich es damals gefunden habe, als ich YouTube geschaut habe und von Horizon noch nicht mal eine Ahnung hatte und einen Cops vs. Racer finde und mir das anschaue. Und so denk, boah, haben die da ein cooles Format? Das wäre geil, wenn man sowas mal mitspielen könnte. Und jetzt bin ich in der Situation, dass ich da wirklich echt krass oft dabei war. Und jetzt kommen die Emotionen. Und einfach nur danke. Das ist der Shit. Ihr seid so geil. Fühl dich so sehr geil. Geknuddelt, mein Stewie. Oh. Und auch. Ja. Wie gesagt, geilste Teamleistung, die wir gemacht haben als ganzes Team, war diese Community Clash, wo ich nicht mitgefahren bin, die Designs liefern konnte, bedeutet mir bis heute auch sehr, sehr viel. Und ich glaube, damals, das war so unsere erste gemeinsame Teamleistung von diesem ganzen Kernteam, wo jetzt die meisten Horizon-Veteranen sind, die es damals noch nicht waren. Da haben wir was Geiles auf die Beine gestellt, ein geiles Team gehabt und sind Erinnerungen fürs Leben. Kann ich nichts sagen. So dumm das klingt, einem Videospiel nachzuweinen. Wichtige Erinnerungen gehören dazu. Es ist der Teil unserer Jugend. Ja. Ja, definitiv. Das ist auch das, was ich vorhin zum Ausdruck bringen wollte. Ich bin ultra dankbar für alle Leute, die ich hier während der Forza Horizon 4 Zeit kennenlernen durfte. Und bin natürlich auch Ray und Andy dafür dankbar, wie oft ich hier ein Teil davon sein durfte und mitmachen durfte in diesen Aufnahmen, in diesen Formaten. Es hat mir ultra viel Spaß gemacht. Es war mal ein Fest, mit euch hier zu dienen. Aber wie gesagt, Highlights gab es immer und meine persönlichen Highlights sind diese ultra tollen Menschen, die ich hier kennenlernen durfte und mittlerweile auch Freunde nennen darf. Egal, ob das ein Vince, ein Ray, ein Andy, ein Pluto und Lukas oder Micha ist, ich bin sehr, sehr dankbar für die ehrlichen und offenen Menschen, die seit Beginn von Forza Horizon 4 schon zum Teil mein Leben begleiten und ja, mir hat das sehr viel Spaß gemacht und ich freue mich auf alles, was noch kommt und freue mich noch auf viele weitere Wege,
viele weitere Momente dann in Forza Horizon 5 oder 6 oder 7. Wer weiß, wie viel uns da noch offen steht. Ich freue mich auf alles, was da noch passiert. Und das sind meine abschließenden Worte. Ja, ich glaube, mit der Stille machen wir dann auch einen Punkt. Und ich glaube, es wurde alles gesagt. Und ja, wie gesagt, ich ringe eh schon die ganze Zeit mit den Worten. Und ich glaube, besser als ihr das alle gesagt habt, kann man es nicht sagen. Ich bedanke mich nochmals an alle da draußen. Und es wird, wir glauben alle da fest dran. Und einfach mit diesem Glauben wird es eine tolle Zeit. Das, was passiert ist, ist unvergessen und wir werden neue, tolle, geile Momente kreieren. Ja, es ist ja, wie gesagt, ein Aufschlag eines neuen Kapitels. Es ist ja nicht so, dass wir sagen Tschüss und auf nie Wiedersehen. Doch, zu dieser Welt sagen wir's. Tschüss, Großbritannien. Wir haben dich gern gehabt. Und jetzt ab in die Container, Jungs, ja? Wir müssen den Flug kriegen. Es geht nach Mexiko. Und ich glaube, da geht die Fiesta richtig ab. So, und jetzt aber Tschüss an der Stelle. Dankeschön. Und wir sehen uns in Mexiko. Tschüss. Hasta luego, amigos. Tschüss. 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 Tschüss.